Bodo hat dir den Krieg erklärt. Warte! Bodo hat einen kleinen Penis. Moin, moin, Leute, und ein allerherzlichstes Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Formel 1 22. Heute auf Espanja. Oder so ähnlich. Espanja. Espanol. Kann ihn bitte einer schlagen? Lege ich jetzt wieder in den ersten drei Runden raus? Ich hoffe, es regnet wieder. Ich hoffe, du bist jetzt nicht mal ein Leben. Leider kein Regen. Versuch einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung. Aus dem Weg, ihr Geringverdiener! Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden. Und Start. Also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Doch nicht. Doch, jetzt. Ich kann nicht mal fahren. Hallo Mike! Hey, bei mir stand gerade schnellste Runde 54 Minuten. Was? Ich bin gerissen, ich muss jetzt echt. Was hast du denn schon mal eingestellt, Mike? Startaufstellung wird für den Start des Rennens umgestellt. Bitte warten. Hey, ich hab ja nicht umgestellt. Nein, das steht bei uns allen. Der Schumacher ist ja immer da. Ich bin zu früh gestartet. Ab in die Box. Hallo, Magnussen! Rechts! Immer mitgehen. Alter, ich werde hier durchgereicht. Überhol mich doch, Penner. Blöder Wichser. What the fuck? Ja. Boah, in der dritten. So viel Zeit verloren. Ach. Unser Abstand zum Kacke! 10,1 Sekunden. Fick dich weg, du Homo-Fürst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr geil, sehr geil, ja. Du bist doch hier nur gerade reinfahren. Du bist trotzdem hier schon gestorben. Ja, das war aber mit Absicht. Deswegen war irgendwann ein Running Gag, wenn du gesagt hast, Box ist tot, dass es jede Karte der tot ist. Alex ist hart? Ja. Alex ist ja auch hart. Hart im Nehmen. Erfahrung mit. Keine Boxenstopps mehr geplant. Hör auf, Chris, deine Aussage. Der kannst du nur hart mit deinem Hauptsache, der Controller vibriert im Hintergrund. Wie gehen die Kurven hier? Immer den Kopf dabei senken.
Ja, das war ich. Ich nehme den ganzen Körper mit. Immer schön in die Kurve rein. Wie damals vor der PlayStation oder Xbox. Wenn du dich nach vorne gelehnt hast, dann... Den ging das ab. Dann hattest du, dann wurde ernst. Plus 5 Konzentration. Dann hattest du aber Turbo Boost, ey. Den Gasbutton kurz loslassen, wieder draufdrücken, plus 5 Speed. Den Controller auf die Seite mitneigen und lenken. Ganz genau. Das habe ich mir tatsächlich abgewöhnt mittlerweile. Nee, ich gar nicht. Also ich gehe nur noch mit dem Körper mit. Dodo, I'm behind. Right behind. Ich bin mir bremsig. Oh, Kampfansage hier. Dodo hat dir den Krieg erklärt. Der war gut. Aber Mike ist doch wesentlich länger wie ich schon mit den Gelben draußen. Mike war auch früher in der Box als du. Also rutscht er eh früher wie ich. Ich rutsch nicht. Er ist ja auch ein Tick langsamer, außer du machst halt Fehler. Die macht er. Wie viel Prozent haben deine Reifen? Meine? Ja. 3. Okay. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt. Trotzdem wirst du langsamer. Ja, der Extra-Tank macht ihn schwerer, Mann. Okay, weil ich so dicht dran bin, mach ihn nervös. Was ist eine Ansaugung? Ghostbusters! Ich verstehe das nicht so ganz. Die Bolidenleistung ist gleich. Ja. Und trotzdem fährt Chris einfach davon. Mike zieht ran. Und ich fahre gefühlt irgendwie immer langsam. Ja, ich verstehe es auch nicht. Guck die Fahrweise an, Dodo. Nur weil ich jetzt einen Fehler gemacht habe, heißt es nicht, dass ich die ganze Zeit Fehler machen werde. Oh shit. Das war ein bisschen sandig. Oder geht doch schon wegen wann bremst du, wann beschleunigst du? Ja, aber die Beschleunigung müsste ja theoretisch gleich sein. Ja, kommt darauf an, wann du beschleunigst. Meistens aus dem Tiefpunkt raus. Kann ja sein, dass ich früher beschleunige und du halt ein bisschen später und ist doch klar, dass ich dann ein bisschen näher rankomme. Darfst nicht überholen durch die gelbe Flagge. Ja, ist ja auch der Ideal. Die ist ja weit aus. Doppelt oder so, zieh mal deine Brille auf. Die Ideallinie ist ja wohl links auf der Startzielgeraden. Ja, trotzdem ist er nicht auf der Ideal. Na, er war voll im Sand, im Kiesbett. Ja. Ich dachte, der ist doppelt, Alter. Ich könnte es zumachen, aber ich lasse es. Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,5 Sekunden. Pissnäger, Junge. Ja, das war abkürzen! Nein, war es nicht. Da war abkürzen! Jetzt fängt das schon wieder an. Das war abkürzen. Alter, schau mal, dieses Abkürzen geht langsam echt zu weit. Das war regelkonform. Ich musste, sonst wäre ich Mike hinten rein. Ja, ich musste. Dave hat eine Verwarnung gekriegt. Da habe ich ja auch. Also normalerweise, ne? Hätte gelb müssen und dann hätte Mike wieder vorlassen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja! Das war mein Frontflügel. No. Du bist hier rein. Ich glaube, das war mein Frontflügel. Denk mir nichts, wenn ich Angst habe. Eigentlich an dir dran vorbeizufahren. Ja. Darf's noch. Jetzt denk mal, ich muss stärker bremsen. Was macht er? Fährt komplett rein. Jetzt hab ich auch einen roten Punkt. Ja. Ey, ist das ein Kunde. Du hast voll vom vorne gekommen. Was hab ich denn vor 2 Sekunden gesagt? Ich muss stärker bremsen, weil ich einen roten Frontflügel habe. Nein, er fährt trotzdem voll rein. Ja, hab mir zugehört.
Letzte Runde. Mike, da haben wir beide roten Frontflügel. Trend interessieren. Ach so. Oder habe ich das gesagt? Ich weiß nicht mehr, ich bin halb konzentriert hier. Machen wir noch mal eine schnellste Runde, ne? Fuck, der ist einfach hinter mir, der Wichser. Mike, wie konnten der schon wieder gewinnen? Ja, 27 Sekunden hat Mike. Ich bin von ganz hinten gestartet. Ja, ich doch auch. Wer hat jetzt bester Fahrer jetzt wieder? Hätte gern. Ja, von ganz hinten auf den zweiten? Ja, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, diesmal wird irgendein Irrsinn dafür gedingenst. Ach ja. Wenigstens Podium. Genau. Ich werde über die fertig. Ich muss stärker bremsen. Oh, ich mit dem Ring. Das ist ein Kunde. Yeah. Alex, wann hast du das Rennen jetzt beendet? Also das ist schon unverdient. Sag ich doch. Die drei. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut. Tschö. Und ja und.